Hallo und willkommen zu einem neuen Gedanken zu später Stunde. Ihr seht es nicht, aber ich habe hier eine mega gute, schmeckende, gut fein schmeckende Kerze. Ich muss aufpassen mit Kerzen, ihr wisst es. Ich habe mir vor kurzem ja meine Haare gekürzt mit einer Kerze. Ja, wenn ihr nicht wisst, von was ich rede, geht ab in die Infobox. Dort ist das Q&A drin und dort habe ich erklärt, was ich damit meine. Ja. Für die, die wissen, was Gedanken zu später Stunde bedeutet. Ihr habt es vielleicht schon gesehen, das ist eher ein längeres Video. Das sind in der Regel Videos, die zwischen 10 und 20 Minuten gehen. Und es sind absolute Blabla-Videos. Und es sind Videos, die normalerweise so ungeschnitten sind. Es ist einfach Musik hinterlegt oder unterlegt. Und in den Gedanken zu später Stunde geht es um meine persönlichen Gedanken, Meinungen zu bestimmten Themen. Und die Themen werden entweder von euch vorgeschlagen oder ich komme selber auf die Themen. Und das sind Videos, die ihr mich nicht unbedingt anschauen müsst dabei. Ihr könnt aber, wenn ihr wollt, also ist absolut euch frei gestellt. Und ihr könnt nebenbei basteln, zeichnen, Haushalt machen, whatever. Es gibt Leute, die den Kopfhörer rein, legen aufs Sofa und hören mir einfach zu. Oder es gibt Leute, die hören es zum Einschlafen. Ja, also wie euch das gerade so gefällt. Genau. Um was geht es im heutigen Gedanken zu später Stunde? Ich werde immer wieder gefragt in meinem Umfeld, wie auch von euch auch schon gefragt worden, wenn du sagst, der Camino ruft, was fühlst du? Was ruft denn genau? Wie merkst du, dass der Camino ruft? Und das werde ich so ein bisschen erklären. Ich habe gerade jetzt wieder so das Gefühl von der Camino ruft mich, ich muss auf den Camino. Es gibt natürlich Situationen, wo es einfach nicht geht. Man kann einfach wie nicht gehen. Ich meine, man ist irgendwie eingebunden, man arbeitet, man hat Verpflichtungen, man hat vielleicht auch eine Beziehung, wo man nicht einfach kann einfach so mal sagen, gut, tschüss, schön, ich gehe. Natürlich, das kann man, das habe ich auch schon gemacht. Ich bin auch schon auf den Camino gegangen und hatte eine Freundin, die daheim auf mich gewartet hat. Aber ja, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Man hat einfach gewisse Verpflichtungen, die man einfach erfüllen muss, die man einfach denen nachgehen muss. Und trotzdem ist das Ziehen da. Und das Ziehen ist nicht in dem Sinne ein Gefühl von ich vermisse irgendwie Santiago de Compostela. Es ist nicht das Ziel, das man vermisst. Es ist nicht das Ankommen, sondern es ist der Weg, der einem ruft. Und das Rufen ist mehr einfach so das Gefühl vom Unterwegssein. Ich möchte euch das so vorstellen. Mein Leben auf dem Camino ist jeweils folgendermaßen. Ich stehe am Morgen auf und rolle meinen Schlafsack zusammen. Und dann ja, lege ich die Schuhe an, packe meine letzten Sachen in den Rucksack rein. Und im Rucksack ist mein ganzes Hab und Gut, das ich brauche für diese Zeit. Und das kann Monate sein. Ich kann Monate aus diesem Rucksack herausleben. Er liegt gerade vor mir, darum zeige ich dort über. Ja, auf jeden Fall habe ich dann so ein wie den ersten Gedanken, so habe ich alles, jetzt gehe ich etwas essen, ist auf dem Weg etwas, hat es gerade in dem Dörfli, wo ich bin, irgendwo in der Nähe etwas, wie mache ich es jetzt? Ja, und dann gehe ich raus aus der Unterkunft und laufe los. Und dann laufe ich und laufe ich und meistens eben ist ich unterwegs irgendetwas zum Morgen. Und dann laufe ich weiter, laufe, laufe, laufe. Und dann komme ich irgendwann einmal am Etappenziel an. Ich treffe natürlich immer wieder Leute unterwegs. Und dann ja, komme ich am Etappenziel an, komme in die Unterkunft, also, schaue, dass man ein Bett hat. Und dann tut man als erstes duschen und eben das Zimmer, also das Bett einfach in Beschlag nehmen, entweder anziehen, wenn man so Plastik überkommt, dass man vor Flöhe oder Bettwanzen geschützt ist, wäre. Ja, und dann schlaft man vielleicht so ein Stündchen oder so. Und dann liegt man her, tut lesen, tut ein bisschen denken, ein bisschen sein, Leben geniessen, redet mit anderen Pilgern. Über alles Mögliche, über Gott und die Welt. Geht raus, durch das Städtchen oder einfach die Ortschaft, wo man sich gerade drin befindet, dort man ein bisschen erkunden. Dann isst man vielleicht irgendwo etwas, entweder mit jemandem zusammen oder allein. Und tut so die Etappe für den nächsten Tag so ein bisschen studieren, ein bisschen anschauen, was so auf einen zukommt.
Ja, unter Umständen waschen, je nachdem. Also ich tue eigentlich alle 3 Tage waschen. Und dann liegt man ins Bett und hört irgendwie ein Hörbuch oder Musik. Oder mit der Taschenlampe lese ich noch irgendwie mein Buch. Und dann schlafe ich. Das ist mein ganzer Tag auf dem Camino. Und dann ist mein nächster Tag geht's wieder gleich weiter. Also ihr seht, ich mache einfach das, was mir gut tut. Abseits, also wirklich völlig abseits von Stress und mühsamen Sachen, von riesen Trouble und so, die auch positiv sein kann. Und durchaus, also ich meine Party machen, in Ausgang gehen, mit Leuten irgendetwas unternehmen, keine Ahnung was. Total cool, mega geil, also mache ich so gerne. Ich bin zwar 32, werde jetzt auch 33, aber das Leben vom Party machen, einfach machen, was man will, das ist nicht weg. Das habe ich nach wie vor und das lebe ich auch sehr gerne. Aber das Kontrastprogramm auf dem Camino, das geniesse ich sehr. Weil wer mich schon ein Zeitchen kennt und wer mich gut kennt, der weiß, dass ich eigentlich sehr, sehr viel über das Leben nachdenke. Ich bin sehr ein extrovertierter Mensch. Ich rede sehr viel, ich rede sehr gerne, aber ich denke viel nach. Ich beobachte viel, ich denke viel. Und ja. Und auf dem Camino kann ich dann die ganzen Gedanken ordnen. Und ich muss ganz fest betonen, dass man nicht, also bei mir ist es jetzt zumindest so, ich gehe nicht auf den Camino jeweils, wenn es mir zu tot beschissen geht. Ich bin auf Caminos gegangen und bin freudestrahlend in das Flugzeug eingestiegen und auf Spanien geflogen oder auf Portugal. So wie es ja im Camino Portugues war, sind wir auf Portugal geflogen, weil wir dort gestartet sind. Und mir ist es gut gegangen, mir ist es super gegangen. Klar, wir haben gewisse Sachen halt, so ein bisschen kam, so ein bisschen darüber nachgedacht. So, wie soll ich jetzt hier entscheiden? Was soll ich da machen? Studium, so, bla bla. In die Richtung, in die Richtung. Was geht jetzt dort weiter? Wir haben irgendwie andere Frauen studiert. Wie soll ich mich da entscheiden? Lalalala, geht das noch weiter? Ist es gescheiter, man beendet das? Ja, alles so Sachen. Und irgendwie sind, ja, aber generell gehe ich nicht auf einen Camino, wenn es mir hundselends miserabel geht. Das mache ich nicht. Weil ich glaube, wenn man geht, also bei mir persönlich, wenn ich jetzt würde gehen und mir würde hundsmiserabel gehen und ich gehe auf einen Camino, dann komme ich zurück und ich meine, die Probleme sind wegen dem nicht kleiner. Ich bin einfach weg gewesen und komme zurück und habe eigentlich immer noch die gleichen Probleme da, weil sie ja nicht gelöst sind. Also, klar, wenn man so einfach persönlich irgendwie ein Problem hat, dann ist klar, dann kann man vielleicht gewisse Sachen ordnen auf dem Weg. Aber ich glaube wirklich, auch wenn es einem wirklich gravierend beschissen geht und man dann auf einen Camino geht, ich habe nicht das Gefühl, dass es einem dann so wahnsinnig viel bringt, wenn man sich auf einem Camino sich befindet. Das ist bei mir jetzt einfach so. Es gibt sicher andere, die jetzt da mir widersprechen würden. Ja. Und aktuell habe ich das Gefühl, dass ich einfach sage, ich muss weg. Ich muss einfach. Es gibt so einen guten Spruch, den habe ich mal gelesen. Und zwar hat jemand geschrieben, in einer Herberge habe ich mal gesehen, dass auf einer, so einer Wand war, wo man so Sprüchli aufschreiben konnte. Und das war, ich weiß gar nicht, was das war. Das war auf dem Camino Inglés. Ich habe so eine Spruchwand gesehen. Und dann haben ganz viele Pilger dort irgendetwas hergeschrieben. Und dort ist gestanden, ich komme wieder zurück, aber jetzt muss ich gehen. Und dann ist so ein Abstand dazwischen und die Jakobsmuschel und unten dran nach Santiago de Compostela. Und das ist wie so der Weg, eigentlich so, die Muschel dazwischen, so der Weg nach Santiago de Compostela. Das ist mega schön gefunden, so. Ich komme wieder zurück, aber jetzt muss ich gehen nach Santiago de Compostela. Ich finde das ein mega, mega schöner Spruch und den habe ich so im Kopf seither. Und ich finde, der hat so viel Wahres drin. Ich meine, ich komme wieder, aber jetzt muss ich einfach gehen. Das ist so das, was auch bei mir so im Moment im Kopf ist. Aber wenn ich gesagt habe, es sind manchmal auch Situationen, wo man die Gedanken hat, aber wo man die Möglichkeit nicht hat, dann einfach zu gehen. Und ja. Wenn ich daheim bin und das Ziehen habe, dann ist es eigentlich das, dass ich das einfache Leben vermisse. Das Entkommen von der schnelllebigen Schweiz, von der Hektik teilweise. Und gewisse Sachen, die halt passieren im Leben, wo man einfach findet, jetzt hast du da vielleicht schon ein bisschen daneben gegriffen.
Und dann überlegt man sich so, ja, okay, vielleicht muss ich mich selber mal ein bisschen reflektieren, was passt mir an mir noch und was nicht. Und was will ich ändern, was will ich beibehalten. Vielleicht auch in Freundschaften, wo es vielleicht einfach gerade mal nicht so ganz funktioniert, kann man auf dem Weg irgendwelche Antworten finden. Und das tut mir sehr gut auf dem Camino immer. Ja, also ihr seht, das sind eigentlich ganz, ganz kleine Fragen, die ich mitnehme. Und unglaublich viele Antworten bekommen. Und auch wenn ich keine Frage für irgendein Thema habe, kommt sicher irgendeine Antwort auf dem Camino. Das ist eigentlich sehr spannend. Man kann auf den Camino gehen ohne irgendeine Frage. Aber man kommt zurück mit 2 Millionen Antworten. Und das ist Wahnsinn. Das ist Camino Magic. Das ist Hammer. Das kann man, glaube ich, nur nachempfinden, wenn man wirklich mal selber auf den Camino gegangen ist. Ja. Es zieht mich auf den Camino. Es zieht mich ganz, ganz fest. Und ja, ich denke, mein grösster Traum, ich habe jetzt 4 Caminos gemacht, beziehungsweise den einen musste ich abbrechen in Burgos. Ich bin ja damals von Saint-Jean-Pied-de-Port auf Burgos gelaufen. Ich musste den abbrechen, weil ich mein Knie geschlossen habe. Und bin dann wieder heimgekommen unter Tränen. Mein erster Camino. Dann der zweite Camino bin ich von León ausgegangen, von León auf Santiago de Compostela. Bin Tränen überströmt an dieser Kathedrale angekommen. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden, weil ich einfach angekommen bin. Krass, ich habe es geschafft. Ich bin von León auf Santiago. Wow! Das war ein riesiges Gefühl. Eine totale Erleichterung. Übrigens ist die ganze Camino-Reihe hier in der Infobox verlinkt, falls ihr die gar noch nie gesehen habt. Ich habe dort nämlich gevloggt, und zwar jeden Tag von León auf Santiago. Genau. Und dann der dritte Camino war der Camino Inglés. Der war von Ferrol auf Santiago. Und dann noch weiter ans Ende der Welt. Und dort, das war auch ganz ein spezieller Camino. Ich konnte dort auch sehr, sehr viele Sachen irgendwie für mich auf dem Weg deponieren und auch viele Sachen vom Weg mitnehmen. Und dort bin ich gegangen und mir ist sehr gut gegangen. Also ich hatte dort nicht irgendwie eine Krise oder so zu überwinden. Ich bin dort wirklich ganz, ganz frei auf diesen Camino gegangen. Dann der vierte Camino war der Camino Portugues mit der Laura zusammen. Also wir sind ja nicht zusammen gelaufen, nicht immer, wir sind ab und zu schon mal zusammen gelaufen, aber eigentlich fast nie. Und der Camino war auch sehr emotional für mich. Ich habe gerade kurz vorher eine Kollegin durch Suizid verloren. Und das war sehr schwierig für mich. Ich hatte so einen Knick gehabt, so, oh Gott, ey, wie geht es weiter? Und muss das sein? Und was soll ich jetzt? Und wie soll ich? Und ja, keine Ahnung. Also es ist für mich unglaublich schwierig. Es ist wie so ein Teil einfach so aus meinem Leben so rausgefallen. Und ja, das habe ich ganz, ganz fest mitgenommen auf diesem Camino. Aber ich konnte das können dort auch deponieren und mir ist nachher sehr, sehr gut gegangen. Natürlich nicht, dass ich da die ganzen 2 Wochen gebrüllt habe und an dieser Kollegin rumgetraut habe, sondern das sind einfach so, ich glaube, 2 Tage oder so gewesen, und ich wirklich ganz intensiv mich mit meinen Emotionen, was das angeht, diesbezüglich auseinandergesetzt habe. Genau. Natürlich, der Trauerprozess geht viel länger als 2 Tage, aber ich möchte einfach so ein bisschen zeigen, dass ich 2 Tage wirklich dem gewidmet habe. Dieser Trauer und den Emotionen. Aber irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt hast du irgendwie, ja, einen Monat, eineinhalb oder was auch immer, hast du gebrüllt, bist du immer wieder down gewesen, hast irgendwie die Welt nicht verstanden, jetzt geht es einfach mal weiter. Ja. Und dann kommt der 5. Camino. Jetzt habe ich das Ziel wieder. Und die Frage ist immer, wenn man das Ziel kommt, wann kann ich auf den Camino? Und der grösste Wunsch von mir ist, dass ich kann von meiner Haustür, dass ich kann aus dieser Wohnung rauslaufen, mit dem Lift runterfahren, aus den Haustüren rauslaufen kann und von mir daheim aus, im Kanton Schweiz, auf Santiago de Compostela laufen. Ich habe plus minus 3 Monate. Ich habe das ausgerechnet, das sind gesamthaft 2341 Kilometer, die ich von meiner Haustüren weg hätte, zum Laufen. Aber finde mal einfach 3 Monate, wo du kannst gehen kannst. Das ist mein grosser Traum, das ist mein grosser Wunsch, das zu machen. Ja. Wir haben Mitte Dezember. Und ich werde am 21. Dezember aus dieser Wohnung rauslaufen, Schlüssel drehen und loslaufen.
und hoffe, dass ich Anfang März in Santiago de Compostela ankomme. Ja, das heisst, ich werde mich auf den Weg machen. Das ist das grosse Projekt, das ich auf Instagram angesprochen habe. 2341 Kilometer liegen vor mir. Nächste Woche geht es los. Ein riesen Traum. Und ich meine, die Emotionen, die ich hatte bei diesen Caminos, wo ich angekommen bin in Santiago, nach drei Wochen Pilgern, das waren unglaubliche Emotionen, die hier vorgekommen sind in Santiago. Stell dir vor, was für Emotionen das hier aufkommen, wenn ich von daheim auf Santiago gelaufen bin und dann an der Kathedrale ankomme, nach drei Monaten. Ja, ihr könnt mir folgen über die Zeit, in der ich auf dem Camino bin. Und zwar könnt ihr mir auf Instagram folgen. Dass ich Insta-Story mache, wo ich irgendetwas erzähle, rede, mache, wird es wahrscheinlich vielleicht ein oder zweimal pro Tag geben. Eher Bilder, die ich poste in der Story. Und ja, was ich natürlich auch machen werde, ist Blogpost. Also ich werde ein Blog-Tagebuch, also ein Tagebuch wieder schreiben, wie eigentlich bei allen Caminos, die ich jetzt hatte. Und das findet ihr auf similila.ch. Ja, also das wär's. Und ich freue mich unglaublich auf die Reise. Und ja. Wünscht mir einen guten Weg, bon chemin und einen buen camino. Das sind alle Sprachen, die ich durchlaufen auf meinem Weg. Genau, es wird zuerst der Camino Via Jacobi sein. Das ist der in der Schweiz, dann der Camino Gebenensis in Frankreich. Und dann der zweite Teil von Frankreich wird der Camino Podiensis sein. Und dann der vierte Teil, der Camino Frances. Ja. Das wär's. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen guten Morgen, einen schönen Tag. Wenn auch immer ihr das Video geschaut habt, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!